Auftakt in die super Finish-Wette, 17 Rennen mit zwei Teilnehmern, hier 5 Best, die Giri Falco. Treues Pferd, immer wieder in den Geldrängen zu finden, ist da auch einmal mehr möglich? Ja, sie arbeitet wohl sehr gut, nach Aussage der Besitzerin, und sie müsste eigentlich in die Top 2 kommen. Zweite Pferd kommt dann wieder quasi von daheim. Franklin Venus, der hat sich momentan aber in eine gute Form gelaufen. Zweite Reihe, aber gegen hier starke Pferde, wird wahrscheinlich diesmal schwieriger. Ja, er geht immer brav, kommt immer in Speed an und hat auch eine kleine Platzchance. So dritter, vierter kann er werden, ja. Weißt du, ob man da was umgestellt hat? Prinzipiell Franklin Venus ist einer gewesen, der gut auch beginnen hat können. Mittlerweile eher im Speed erfolgreich. Hat man da irgendwann nochmal umgeschwenkt? Wir hatten ihn einmal gearbeitet gehabt hinter die Pferde. Und da war er ruhiger, nicht mehr so heftig wie von vorne weg. Und seitdem sieht man es auch schon beim Aufwärmen alles. Er ist viel ruhiger geworden. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht, ne, mit ihm. Auftakt in die Super-Finish-Wette wieder mit einem Amateurrennen. Und abgesehen von dem Fehler in der Anfangsphase, kann man mit dem Laufen von Bauer Classic zuletzt eigentlich zufrieden sein? Ja, schon, aber nicht zufrieden bin ich mit den Verzeichnissen hier im Programm, denn dieser Fehler ist nicht bekannt gegeben. Das sollte eigentlich nicht passieren, denn die Spieler wissen dadurch nicht, dass das Pferd 40, 50 Meter am Start verloren hat und dann noch Vierter war. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, aber ich glaube trotzdem, dass er, wenn er glatt vom Start kommt. Es geht nur, dass er glatt vom Start kommt. Bei mir ist er jetzt zweimal gesprungen am Start und ich hoffe, dass der Christian heute wegbringt ohne einen Startfehler und mit Nummer 8. Das ist heute nicht das Schlechteste, weil die Bahn innen tief ist und je weniger Verkehr man hat, desto besser kann man ein Pferd auch ins Rennen bringen und vielleicht hat er ein Glück und kann ein bisschen eine Position innehaben nach dem Start, das ihn zum Schluss dann zu einer Chance bringt. Gehe von außen nach innen, mal was anderes. Major Viking, sehr unterschiedliche Leistungen, aber auch einer, der, wenn der Rennverlauf passt, jederzeit vorne mitmischen kann. Ja, einer der Pferde, der mit Martin Floh, glaube ich, fast am besten geht. Wäre auch ein Pferd für die Conny, wenn das wieder einmal so weit wird, dass er ein Rennen mit ihr hat, werden wir auch das versuchen. Interessanterweise geht er bei Martin sehr gut und war letztens Dritter mit ihm und ist heute ein bisschen schwerer, aber nicht ausgeschlossen, dass er nicht in die Platzierungen läuft. Trotzdem, dass er so klein ist und der Martin so groß. Dritter im Bunde Hidalgo Dream. Du hast zuletzt sehr positiv von den Arbeitsleistungen geredet und sehr positiv darf man, denke ich, auch das Laufen sehen zu zwei doch sehr ordentlichen Pferden. Heute mit Besitzer Ähnliches möglich? Ja, es waren nicht zwei ordentliche Pferde. Der Sieger Super Grounding ist ein Kracher, wenn man das so ausdrücken kann. Und Jamaica Island ist ein Pferd, das sehr hoch gehalten ist und zu Recht, weil sie sehr gut abstammt und sehr gut gezogen ist. Und da Dritter zu sein, nachdem er, glaube ich, 3 Monate nicht gestartet ist, das ist zwar eine gute Leistung. Mehr habe ich mir nicht erwartet und auch nicht erwarten können. Das Kriterium wird sein, ob der Manuel das Pferd am Start gut wegbringt und dass er eine anständige Position findet. Wenn das passiert, dann glaube ich schon, dass er in den Platzgeldern sich einreihen kann und dass er die auch erreichen kann.